Ich habe hier keine Freundin, die ganzen Mädels hasse ich über alles. Die, mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben. Weil die Wo kommt das denn jetzt her? Was geht ab? Was geht? Freunde, wir sind zurück mit Good Luck Guys, Folge 12. Jawohl. Jawohl. Gucken wir mal. Wir gucken mal, was mit Sabrina passiert, was mit Team Blau passiert. Richtig. Und was generell so am Lost Beach Neues passiert. Erik, ne? Lebt noch, ja. Ja. Noch Hoffnung. Er hat noch Hoffnung. Link zu Good Luck Guys bei Join in der Beschreibung. Schaut gerne vorbei. Und jetzt geht's los. Komm schon. Eine neue Flasche ist da. Ich hol sie. Ich hol sie. Danke, Dr. Sinsen. Lieber Erik. Bald steht euer drittes Pearl Game an. Aktuell stehst du aber ohne Teampartnerin da. Beim Pearl Game kannst du jedoch nicht alleine antreten. Finde deshalb ein Adventure Girl eines anderen Teams, die das Spiel zusätzlich mit dir antreten würde. Boah, zweimal dann? Zweimal? Gelingt dir das nicht, kannst du nicht teilnehmen und hast keine Chance auf neue Perlen. Jetzt muss er so richtig battlen gehen. Ja. Spielst du mit mir? Spielst du mit mir? Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Freiwillig bereit erklären, einmal meine Teampartnerin und einmal... Nein. Jill? Sorry. Zweimal spielen. Yeah, no, thank you. Ja, man könnte halt höchstens argumentieren, dass es mehr Perlen für die ganze Gruppe sind. Ja, das ist das einzige Ding, ja. Obwohl andererseits, ein Team wird doch eh mal letzter und kriegt null Perlen, oder? Dann ist es ja, aber... Es ist so, kommt doch an, wie sie es dann jetzt vergeben. Ach so, ob dann, wenn Erik nicht mitspielt, dann das letzte Team. Wenn der letzte dann trotzdem viel kriegt, dann fehlen auf jeden Fall welche. Stimmt, ja, stimmt. Aber ja, so einen Riesenunterschied macht es jetzt nicht. Ja. Jill, willst du mit im Pearl Game mit mir zusammen antreten? Warum? Warum? Wenn ich eine Teampartnerin brauche von einem anderen Team. Ist nur ein Pearl Game. Ist nur ein Pearl Game. Also es ist kein Safe Game. Ja, was mit Tobi? Also du musst nicht. Das ist nur eine Option. Ja, was hat das dann für einen Sinn? Erklär das nochmal richtig. Ich einfach irgendwo antrete, weil wenn jetzt keine, sag ich mal, keine... Frau sich meldet, da bekomme ich keine Perlen am Ende. Weißt? Er erklärt das so schlecht. Sind wir nicht in einem Team, oder? Heißt, da bist du dann direkt in einem Team. So. Na, für dieses Pearl-Game. Ja, okay, sozusagen. Können wir machen. Was würdest du machen? Hat sie verstanden, dass sie zweimal antreten muss? Nee, ich glaube nicht. Er hat sie ja nicht erklärt. Ich liebe einfach Challenges und ich wollte dann auch einfach zwei. Jill, Ehrenfrau. Ehrenfrau. Ehren-Jill. Wenn bei uns beim Basketball mal ein fünfter Mann fehlt, dann rufe ich ab jetzt auch Jill an. Ja. Zweimal muss ich dann, ne? Das ist schon hart. Ah, doch, okay. Hart, egal. Aber cool von ihr, dass sie es macht. Ja. Wenn mir jemand hilft, helfe ich ihm auch. Und dementsprechend mag ich sie jetzt. Deswegen kriegt sie jetzt 50% im Dr. Simpson-Shop. 50 sogar? Ja. Das ist krass. Stell dir mal vor, so eine Jacke erst von 1500 auf 50 Euro und dann nochmal auf 25 Euro. Also Jill kann jetzt wirklich 2000 Euro T-Shirts für einen Zehner kaufen in seinem Shop. So krass. Willkommen zu einem weiteren Pearl Game. Okay. Eine neue Chance für euch, möglichst viele Perlen zu gewinnen. Dazu ist es wichtig, dass ihr als Team perfekt harmoniert und eins werdet mit dem Elementen auf dem Lost Beach. Auf dem Lost Beach. Aber wie läuft denn das? Achso, ist eh, glaube ich, ein Ding, was man einzeln macht, oder? Ja, okay. Auf Zeit einfach. Ja, auf Zeit. Je schneller ihr als Team seid, desto mehr Perlen gehören euch. Good luck, guys. Good luck, guys. Let's go. Oh, es ist räudig. Tschüss, Klamotten. Ihr könnt euch schon mal verabschieden von diesem Outfit. Boah, also Lilianas Team Gelb-Klamotten, es ist blau und rot gerade. Ready? Ach so, übrigens, zwei Duschwasserbüffel sind schon bestellt und galoppieren quasi zum Lost Beach. Mm. Oh, Körperspannung, Daniele ist schon wieder in Topform. Boah, ist das ekelhaft! Und jetzt einmal Schlammpackung für Jill und Tobi, bitte. Boah, wie gut. Hindernis Nummer 2 für Daniele und Valentina. Perfekt. Kann man nicht einfach durchlaufen in der Mitte durch das Hindernis? Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht warten da Sanddelfine. das kann sein. Lücke. Zwischen den Schrägen ist übrigens Lava. Ah, okay. Lava, noch schlimmer. Ach, Lava, okay. Nee, wobei Sanddelfine sind schlimmer als Lava. Ja, safe. Die Adventure-Duos müssen sich mühsam durch den Sand graben. Geh weiter nach hinten. Alter, das ist so tief. Ich schwör's euch. Imagine, Tobi muss da durchpassen. Boah, wie der. Tobi muss wirklich den ganzen Strand abtragen, um hinterher klettern zu können. Nur damit sein rechter Bizeps da durchpasst. Und sieht durch. Jill war die ganze Zeit mit den Händen da. Komm. Die Rede ist von der. Gleich ist das Loch für Tobi so tief, dass Jill aus dem Loch gar nicht mehr rauskommt. Alleine. Oh, Scheiße, stopp jetzt. Ach, da unten ist noch eine Stange, okay. Geschafft. Leider müssen beide Teammitglieder durch das Loch. Daniele, jetzt hast du aber genug gespielt. Die Valentina will auch mal in den Sandkasten.
Also wenn Daniele da gerade so durchpasst, dann passt da ja sonst kein niemand, anderer durch. Sonst niemand, ne? Der ist ja schon wirklich so der drahtigste von allen, ja, da. Ja. Komm, ich ziehe mich nicht hier. Ich wollte dir nur helfen, sorry. Beine breit, Beine breit. Ja. Boah, und Jill muss das gleich nochmal machen. Ey. Ja, wirklich. Dann nochmal buddeln und so. Das bereut sie jetzt, glaube ich, auch. Ja. Als nächstes balancieren. Wer runterfällt, muss an den Anfang des Balkens zurück. Halt dich fest, ich schaff dich doch. Bleib einfach noch cool. Nein! Ja! Warum? 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 Hä, hey, warum bist du runtergefallen? Bleib doch oben. Ja, mit so nassen, glitschigen Schuhen ist es, glaube ich, auch echt hart. Ja, wirklich. Boah, Jill und Tobi aber stark. Ja, stark. Krass. Jetzt noch unter dem Netz durch und sobald der Gong geschlagen ist, wird die Zeit gestoppt. Ja, die werden die schnellsten sein. Die gewinnen das. Es sei denn, sie ist mit Erik dann noch schneller. Boah, weil Jill jetzt Profi ist. Ja. Und Teamwork, das ist die Spezialität der Underdogs. Nur, dass diese Hunde beim Anblick von Matschepacken so gar nicht mit dem Schwänz. Das sieht langsam aus. Das Spiel wäre wirklich nichts für die angeschlagene Sabrina gewesen. Vor allem nicht der Teil, der nun folgt. Boah, Erik! Pack noch ein paar Moves aus. Fuck! Jetzt stecke ich fest. Ich habe echt versucht, cool zu bleiben, aber das war trotzdem so schlimm, weil das einfach an die Brust gedrückt hat, so, weißt du? Und da habe ich einfach nur zu Jana gesagt, so, steck fest, ich schwöre, du musst mich ein bisschen versuchen rauszubuddeln, so, ich bin nicht rausgekommen. Oh, sich von seiner Ex freibuddeln zu lassen, auch respektlos. Respektlos, ja. Einmal gegenüber, oder? Safe. Weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Ich glaube, es wäre respektvoller seiner Freundin gegenüber, einfach dafür immer zu bleiben und zu ertrinken, wenn die Flut kommt. Ja. Hauptsache nicht von anderen Frauen fassen lassen. Nee. Ich wäre an Tobis Stelle voll abgefuckt, wenn Jill jetzt mit Erik gewinnen würde. Ja, ja. Auf einmal. Ah, Erik ist schon wieder zu nervös. Er merkt gerade, dass er eine reelle Chance hat, Erster zu werden, theoretisch. Lang balancieren, wie die... balancieren, was? Wie? Wo? Was? Ich weiß nicht mehr, wie man läuft. Und? Was ist das? Vorwärts, rückwärts, gerade? Links, rechts? Was ist das? Hilfe! So? Ah, boah. Nein, ich kann nicht! Er startet auch schon voll hektisch. Erik will auf... Was zählt? Wie er es hinterher zieht. Let me show you how it's done. Wer hat wohl gewonnen? Team Lila, sag ich einfach mal. Ich sag Erik und Jill. Erik? Oh, das wär stark. Das ist so geil. Du kannst auch reingehen, alles gut. Komm. Wir sind noch zu zweit ins Meer. Einfach nur Gemeinschaftswalk an den Strand. Nein, Strandspaziergänge sind viel zu romantisch. Da wird der Lost Beach quasi zu Temptation Island. Oh, Umut und Diana Maria zusammen im Meer? Nach links gerannt. Der hat sich so, ich weiß nicht, das war so, ich weiß nicht, wieso er das gemacht hat. Irgendwie fand ich es richtig unangenehm. Ja, also, ich kann es schon verstehen, weil im selben Meer zu sein wie die Ex-Partnerin ist schon auch respektlos. Mal besser miteinander werden. Ich möchte nicht, dass sie denkt, dass sie das Gefühl hat, dass wir jetzt irgendwie Freunde werden können. Und da will ich einfach trotzdem noch immer noch meinen Abstand zeigen. Deswegen brauche ich im Meer 100 Meter Abstand. Da habt ihr auf mich wartet. Meine Güte. Also ein bisschen näher hättest du trotzdem bei ihr bleiben können. Da wäre, glaube ich, niemand wütend gewesen. Na, wie geht's euch? Bleibt da, ja, bis. Wie war? Also Team Work nicht so, ne? Nee, war nicht so richtig. Nee. War nicht so gut. Ich war halt ein bisschen nervös. Wegen erster Platz und so. Also mit Tobi war ich so ein bisschen auch eingespielt, ne? Der ist so ruhig. Aber ich bin ja auch so richtig, so wie er so. Ja. Ne? Ich bin ja auch so. Ja. Weil, aber du bist schon so eine, du hast schon gerne, gibst schon gerne den Ton an bei den Männern. Unnormal. Ne? Merkt man dir so krass an. Ich muss sagen, Emma hat auch so ein bisschen maskuline, also nicht so krass, aber schon ein bisschen. Es hat diese Energie, die sie hat, die mich ein bisschen mitgezogen hat. So dieses, nein, wir reden jetzt darüber, nein, wir reden jetzt darüber. Ja, im Sommerhaus ist die Energie aber manchmal auch schon ein bisschen too much. Ne? Ja, das stimmt. Viel Energie auf jeden Fall. Ich meine ja nur, wenn es mal eine Meinungsverschiedenheit gibt oder wenn man mal diskutiert oder so, weißt du, man streitet ja nicht. Schwärmt er jetzt vor ihr von Emma? Ja. Und du wirst genauso auch einen Menschen in deinem Leben finden, wo genauso zu dir passen wird. Ja. Glaub mir. Irgendwann schon. Natürlich. Ein Mensch, wo zu dir passen wird. Wirst du finden. Wirst du finden.
Ja, ich habe Umut schon sehr geliebt. Es war eigentlich ein schönes Leben, so. Doch. Wie lange waren die denn zusammen? Ja, ehrlich. Das klingt so nach 8 Jahren. Ja, wirklich. Schönes Leben. Hieß es nicht, der war nicht mal da bei ihr in Marbella, oder? Ja, ja, genau, deswegen. Oder auf Marbella? Heißt es auf Marbella oder in Marbella? Ich glaube... Auf. Ich hätte auf gesagt, oder? Unter. Ich sag unter. Unter. Über. Er war nicht mal unter Marbella für sie. Auf einer freundschaftlichen Ebene mit dir kommunizieren, sodass wir das alles hinbekommen, dass wir gut im Team sind, gut agieren und das gewinnen einfach. Ich hoffe, dass es halt jetzt immer besser und besser wird, aber zum Beispiel nach der Show brauchen wir auch keinen Kontakt mehr oder so zu halten. Nee. Es ist scheiße, mit dem Ex hier zu sein, aber was soll ich machen? Vielleicht haben wir dadurch auch bessere Vorteile. Welche denn? Ja, weiß ich nicht. Das Ding ist... Wenn wir miteinander sprechen, weil die anderen, die haben nicht den Vorteil, dass die sich überhaupt gekannt haben vor der Show. Ja, weiß ich nicht, wie groß der Vorteil da ist. Ich wollte in diesem Moment jetzt nicht die Gefühle von Jana Maria verletzen, aber wir kennen uns nicht. Jana Maria und ich kennen uns nicht. Was? Ihr kennt euch nicht? Wie? Jeder vom Team ist auch so, die sind ja auch die ganze Zeit zusammen und die haben so ihre Bezugsperson und ich bin halt ganz alleine. Und es ist schon gut, wenn du so auch mir so ein bisschen von deiner Zeit schenkst, auch hier im Camp, jetzt nicht nur bei den Spielen, sondern auch... Wer bist du? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Wer ist die Frau? Ich habe mich so irgendwie im Stich gelassen gefühlt, weil ich habe hier keine Freundin. Die ganzen Mädels hasse ich über alles. Mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben. Weil wo kommt das denn jetzt her? Alle Mädels hier hasse ich über alles. Unbedingt gewinnen will. Und ich weiß auch, dass du unbedingt gewinnen willst. Ja, auf jeden Fall. Versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir sind hier, die Situation ist so. Ja. Und gucken, dass man trotzdem... Wie oft die dieses Gespräch jetzt auch schon geführt haben. Jetzt reicht's auch langsam. Ihr wisst es mittlerweile, ja. Wir wollen keine Freunde werden. Ihr müsst keine Freunde werden, ihr müsst aber schon kommunizieren und sprechen. Wir wollen auch gewinnen, ne? Weil ihr wollt gewinnen, schon besser dann, um zu gewinnen. Die Kommunikation gefällt mir immer noch nicht ganz, okay? Okay. Wir sind keine Freunde, wir werden auch keine Freunde. Ja. Ja, stimmt. Ja, und vermisst du jetzt Emma? Ich schwöre jeden Tag, Alter. Ab vor 1-2 Tagen richtig geheult. Ist krass. Also wenn ich das so sagen darf, das ist wirklich, ich habe noch nie meinen Mensch, also noch nie wirklich so einen Mensch kennengelernt. Ja, genau das will man als Ex hören. Ja, wirklich, geiles Gespräch, ey. Was? Wie ist bei dir? Ja, ich bin gerade so das Ding, ja. Okay, du hättest gerade keinen Mabea so kennen. Niemanden. Unter Mabea meinst du? Lernst gerade niemanden unter Mabea kennen? Nee, gar grad, nicht. Gerade niemanden. Let's go, Umut! Let's go, Umut! Schatzkiste! Eine Schatzkiste, Kam! Eine Schatzkiste! Aha! Hier kommt die Platzierung für euer Pearl Game. Mm. Platz 5 mit 28 Minuten. Team Rot. Das war so klar. Ich möchte ja am Ende des Tages einfach nur im Finale stehen. Da brauche ich keine Perlen für. Das so, ist so. Scheiß auf Perlen, Alter. Scheiß auf Perlen, Alter. Platz 4. Das scheint so euer Platz zu sein. Team Grün mit 21 Minuten und 37 Sekunden. Ja. Oh, wir müssen mehr kommunizieren. Mehr kommunizieren, ja. Wir werden zwar keine Freunde, aber Halt nach der Show kein Kontakt. Ja. Aber ist schon schwierig mit dem Ex. Platz 3. Team Blau mit 19 Sekunden. Oh. Hm, nicht schlecht. Platz 2. Team Lila. Oh, was? Team Gelb mal wieder? Nur 12 Sekunden und Platz 1, Team Gelb mit 12 Minuten. Was? Wie gut die sind. Wie können die so schnell sein, ey? Die sahen so langsam aus bei diesem Schlammbecken. So bei dem Startschuss sind die so ganz entspannt da hingelaufen einfach. Team Gelb ist auf jeden Fall sehr stark. Die haben jetzt die letzten Challenges oder Pearl Games, haben sie immer gewonnen. Ich glaube, Gelb gewinnt einfach alles. Gelb gewinnt alles. Aber wenn die einmal nicht safe sind, dann knallt's. Ja. Aber ihr seid jetzt natürlich Zielscheibe, ne? Ja, aber ihr dürft auch nicht vergessen, guck mal, wir haben jetzt 40 Perlen fürs Team, die teilen wir auch mit euch. Ja, aber wenn ihr raus seid, gewinnt jemand anders 40 Perlen fürs Team. Ja, eben. Das ist gar kein Argument. Ja, aber auch trotzdem sagen, die sind für uns, werdet ihr mal sagen. Ja, das ist schon safe. Ne? Ich will ja nicht, dass sie mit einem hungrigen Magen oder mit einem leeren Magen ins Bett gehen. Und ihr könnt meinen schlimmsten Ernstfeinde einziehen. Trotzdem würde ich nicht dafür sorgen, dass die... Die Ernstfeinde. Wenn die Ernstfeinde da sind, dann wird's hart. Und so endet diese Folge ausnahmsweise mal ohne Drama. Aber wie oder? Die gute Stimmung anhalten. Oh oh. Oh oh. Ich fütter die ja jetzt nicht durch mit Perlen, die ich nicht teilen müsste. Undankbarkeit fühlt sich einfach blöd an. Wir sind alle dankbar fürs Essen, oder? Geh mir nicht auf den Sack, Mädel. Boah. Ich meine Meinung sage, shut the f*** up, Bro. Boah. Was?
Der Shop! 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 Meine Perlen kriegst du nicht. No. Bitte, 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 mach das nicht. Hä, was? Stark. Wie kommt das denn? Erfahren wir dann wohl in der Nacht. Oh, geht jemand zur Glocke? Hoffentlich. Okay, das sieht nach einer spannenden Folge aus. Wie kann das denn so schnell eskalieren? Also der, wie kann Team Gelb erst noch sagen, ja, ne, also 40 Perlen für 40 euch. Perlen fürs Team, wir teilen ja auch, ne, immer dran denken. Und dann 3 Minuten später scheinbar, ja, ich fütter hier doch nicht alle durch. Das sind meine Perlen. Drama-Folge, Leute. Geil, da freu ich mich drauf. Werden wir uns anschauen, seid auf jeden Fall dabei. Ja. Und hier geht's morgen um 16 Uhr weiter. Ja, stimmt, zum Glück. Zum Glück, bis morgen. Ciao.